Wir haben natürlich eine Situation, wo eine starke Dominanz der Regierungspartei in den Medien, in der öffentlichen Wahrnehmung da ist. Aber wir sind zuversichtlich, dass die türkischen Wähler ihrer eigenen Meinung auch Ausdruck verleihen werden. Ich denke, dass es eine Rückkehr zu normaleren Verhältnissen betrifft in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es wird sicherlich die Pressefreiheit wieder aufleben. Das ist ja alles ziemlich unter Kuratel gestellt. Es wird hoffentlich auch die Rechtsstaatlichkeit, das Gerichtswesen sich wieder im Rahmen befinden, dass zum Beispiel ein Mann wie Osman Kavala nicht in Haft bleibt, dass also die politischen Gefangenen freigelassen werden oder diejenigen, die natürlich nicht als solche bezeichnet werden, aber letztlich aus politischen Gründen inhaftiert sind. Und die Beziehungen zur Europäischen Union und zur NATO werden sich sicherlich auch positiv entwickeln.